Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists. Im letzten Part haben wir ein bisschen was erfahren über die Dimensionen. So wie sich Yuto jetzt irgendwie mit Yuyas Geist verbunden hat. Ja, keine Ahnung. Wir machen einfach mal weiter. Mit Obelisk-Angriff. Er greift an, so. Im weiteren Verlauf der Arkmeisterschaft begegnete Declan ein Mädchen, das Susu auch welche ähnlich sah. Wer bist du also, Selina? Nicht Susu, Boyle. Susu, ja? Schon gut. Es ist nur jemand, dem du sehr ähnlich siehst. Und? Wir sind uns schon mal begegnet. Ich bin der Clan Akiba, Leo Akibas Sohn. Wir haben uns in der Fusionsdimension getroffen. Du warst die Duellantin, in der mein Vater das größte Potenzial sah. Hat er dich als Speerin für die bevorstehende Invasion hierher geschickt? Niemand hat mich hierher geschickt. Ich gehe, wohin ich will, wann ich es will. Ich verstehe niemanden. Ich habe mein Leben einer einzigen Sache gewidmet, dem Plan meines Vaters zu durchkreuzen, in eine andere Dimension einzudringen und ein interdimensionales Reich zu schaffen. Ich versammle Duellanten, die mir helfen können, diese Dimension gegen Leo Akiba zu verteidigen. Ich möchte, dass du mir hilfst, Selina. Kein Interesse. Ich bin nur hier, um diejenigen zu jagen, die aus der Exist-Dimension geflohen sind. Leo Akiba hat dich vielleicht nicht hierher geschickt, aber eines solltest du bedenken. Wenn du nicht mein Freund bist, bist du mein Feind. Nach dem Ende der ersten Runde der Junior-Arc-Meisterschaft wurde das Turnier als Battle Royale gesetzt. In der nächsten Runde werden die Duellanten sich in der ganzen Stadt duellieren. Gut gemacht, Declan. Jetzt kann die Öffentlichkeit nicht mehr den Unterschied zwischen Turnierduellen und Kampf gegen Leos Streitkräfte erkennen. Richtig. Das bedeutet, dass es keine Panik geben wird. Unsere Gegner können natürlich in Panik geraten, sobald sie erkennen, was wir für sie geplant haben. Ein weiterer Duellant der Junior-Arc-Meisterschaft, Dennis McField, forderte Susu zu einem Duell heraus. Hallo? Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Dennis McField. Ich denke, wir sollten uns duellieren, damit wir bessere Freunde werden können, findest du nicht, Susu? Woher weißt du, wer ich bin? Mein nächster Traum ist es, eines Tages ein großartiges Duellturnier zu werden. Duell-Entertainer, so rum, zu werden. Ich kenne die Yusho Duellschule und ihre bezaubernden Entertainerinnen. Das wird nichts, weil dieses nächste Duell dein letztes sein wird. Ich wusste nicht, dass du eine Zwillingsschwester hast. Sieht wirklich genauso aus wie ich. Du musst Lulu sein. Ich bin Susu. Ich bin egal, wer du bist. Ich bin nur an diesen Exis-Flüchtlingen interessiert. Exis-Flüchtling? Was ist das? Du nicht so dumm. Ich mach dich platt. Mach dich bereit. Mädchen verwechselt mich ganz offensichtlich. Ein Duell-Trainer akzeptiert jedoch immer eine Herausforderung, um die Menge zu unterhalten. Natürlich verwechselt sie sich nicht. Selina. Jetzt hatte sie nochmal für Karten. Ich meine, wir müssen Fusionskarten haben. Und scheinbar. Karten, die wir kennen. Künstler-Zauberer. Oh nee, ich erinnere mich an seine Karten, die waren. Ja, sehr doof.
Elegante Multihitzerin. Ja, tun wir mal. Das hat ja nicht so viel gebracht. Reformation Tanky. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst deiner Hand ein ungeheuer Kriegermonster auf der Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzufügen. Alle ungeheuer Kriegermonster, die du kontrollierst, erhalten 100 Dicker. Du kannst nur einen Tanky feuern pro Spiel aktivieren. Ja, okay. Das kann ich auch werfen. Ah, ne, stimmt, elegante Multi-Zahn. Beendet ihr den Zug? Ne, Moment, hä? Ah, ne, ich muss zwei abwerfen. Blöd. Okay, hab mich verwechselt. Stimmt, das war Kartenauto, die. Jetzt weiß ich's wieder. Ja, mach ich, denke ich, die Feuerformation. Natürlich möchte ich den Monster meiner Hand hinzufügen. Blaulich Katze oder Luna Licht Blau Katze. Ich finde, der spielt Luna Licht. Oh, ich kenne zwar die Karten vom Namen her, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob die stark oder schwach waren. Luna Licht Katzentänzerin. Ist jetzt halt auch nur eine Katze, beziehungsweise eine Karte dreimal als Option. Du kannst diese Karte von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen, dann ein Luna-Lichtmonster wählen, das du kontrollierst, das erhält bis zum Ende dieses Spielzugs 1000 ATK. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, beschwören Luna-Lichtmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Du kannst diesen Effekt von Luna-Licht lila Schmetterling noch einmal pro Spiel zu verwenden. Okay. Falls diese Karte der Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Luna-Licht-Monster wählen, das du kontrollierst, außer Luna-Licht-Blau-Katze. Seine ATK werden bis zum Ende des Spielzugs zum Doppelten seiner Kron-ATK. Du kannst diesen Effekt von Luna-Licht-Blau-Katze nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte auf dem Spielfeld durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, kannst ein Luna-Licht-Monster Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Und das Kaninchen hat den Effekt, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Luna-Lichtmonster in deinen Friedhof wählen, außer Luna-Licht, weißes Kaninchen, beschwöre es als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition einmal pro Spielzug. Du kannst einen Zauber-Fallenkarten wählen, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der anderen Luna-Lichtkarten, die du kontrollierst. Gib sie auf die Hand zurück. Und Kaleidokügchen, was können die? Einmal vom Spielzug, du kannst ein Luna-Lichtmonster von deinem Deck oder Extra-Deck auf den Friedhof legen. Der Name dieser offenen Karte auf dem Spielfeld kann als der des auf den Friedhof gelegten Monsters behandelt werden. Falls sie in diesem Spielzug als Fusionsmaterial verwendet wird, falls. Okay. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Polymerisation in deinen Friedhof wählen, füge sie deiner Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von Luna-Licht, Kaleidoskop-Küken nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst diesen Effekt aktivieren. Karten und Effekte deines Gegners können in diesem Spielzug nicht während Battle Phase aktiviert werden. Okay, so. Also, das heißt, wir brauchen eigentlich irgendwas, wodurch wir Karten beschwören können. Kampf oder ein Karteneffekt zerstört. Ja, es ist halt die Frage, ich komme nicht über sein Monster drüber. Häschen bei jedes Künstlerkumpel und Künstlerzaubermonster, das du kontrollierst, kann einmal pro Spielzug weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Es kann Kampfschaden aus Angriff, wenn man den Künstlerkumpel und Künstlerzauberer-Monster beteiligt sind, die du kontrollierst. Ja, es ist halt blöd.
nicht gerade keine Chance, dass ich irgendwas mache. Rückgestattung bringen wir auch gerade nichts. Wie gesagt, Schwarzes Loch mit seiner Bläschenbarriere. Jetzt lade ich das gerade nicht aus. Aus. Das Ding ist halt, ich komme nicht über sein Monster drüber. Jetzt muss ich gerade nachdenken. Wie kann ich das am besten ausspielen? Ja, was brauche ich denn dafür? Einfach nur zwei Luna Lichtmonster. Ist das gerade egal? Mach's so mit Luna Lichtschmetterling. Alle offenen Münzen auf dem Spielfeld werden in die Angriffsposition geändert und ihre Kampfposition können nicht geändert werden. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so eine gute Karte. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verlesen gehabt. Nö, habe ich nicht. Natürlich aktiviere ich den Effekt von der Karte. Was hat die noch für einen Effekt? Ein Deck oder extra Deck auf dem Friedhof? Aber diese Karte jetzt. Ja, okay, das zahlt sich nicht aus. Da, ich bin gespannt. Ja. Natürlich möchte ich die aktivieren. Was war der Effekt nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Falls die Karte auf dem Spielfeld durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, kannst du ein Luna Lichtmonster oder Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. So war das. Was hat die noch für einen Effekt? Du kannst diese Karte abwerfen und dann einen dieser Effekte aktivieren. Füge deiner Hand ein Luna Lichtmonster von deinem Friedhof hinzu, außer Luna Licht Schwarz Schaf. Füge deiner Hand eine Polymerisation von deinem Deck hinzu, falls diese Karte als Fusionsmaterial für eine Fusionsbeschwörung auf dem Friedhof gelegt wird. Du kannst deine Hand ein offenes Luna Lichtpendelmonster oder ein extra Deck oder ein Luna Lichtmonster von deinem Friedhof hinzufügen, außer Luna Licht Schwarz Schaf. Okay. Das heißt, die hat auch Pendelmonster? Wahrscheinlich erst später. Falls diese Karte Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, ist ein Polymerisation von einem Friedhof. Ja, es ist halt blöd, dass ich noch keine Polymerisation habe. Das hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr machen können. Okay, den Effekt mache ich gerne. Füge deine Hand eine Polymerisation von deinem Deck hinzu. Brauche ich jetzt auch. So.
Ein weißes Kaninchen macht hier, dass ich ein Lunalichtmonster in meinen Friedhof wählen kann und auch beschwören kann. Bleibt sich eigentlich gerade egal, was für ein... Nee, geht's ja nur um die Fusion. Okay. Ja, heißt, ich kann schon mal ein bisschen mehr machen als zuvor. Verdammt, was hat die noch für einen Effekt? Moment. So. Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Einmal pro Spielzug während Mainfest 1. Du kannst ein anderes Lunalichtmonster als Tribut anbieten. Für den Rest des Spielzugs wird jedes Monster, das den Gegner kontrolliert, das erste Mal, dass es durch Kampf zerstört wird, nicht zerstört. Zusätzlich kann diese Karte als alle Monster, die dein Gegner kontrollieren, diesen Spielzug zweimal angreifen. Diese Karte einen Angriff deklariert, füge deinen Gegner Schaden zu. Okay. Also die nochmal. Polymerisation in deinen Triton zu. Ja, okay. Also ich kriege einfach nur Polymerisation zurück. Das ist auch der Haupt. Ja. Hauptspielweise. Achso, stimmt, das war kein Künstler-Kumpel oder Künstler-Zauberer. Hatte ich gerade Glück, sonst wäre ja seine Karte noch da. Ah, natürlich hat er noch ein schwarzes Loch. Ah, natürlich hat er einen Künstler-Zauberer. Mensch. Ja, das ist schmerzhaft. Vor allem, da ich schon so viele Karten verschwendet habe, weil ich einfach keine Polymerisation hatte. Als ein oder mehr Monster, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, füge deiner Hand bis zu zwei Lunalichtmonster von deinem Deck hinzu. Du kannst nur einen Lunalicht-Reinkarnationstanz pro Spielzug aktivieren. Ja. Brauche ich gerade nicht. Greifst deine verdeckte Karte an. Natürlich ist ein ganzer Zauber. Mensch. Ich muss irgendwie seine Zauberkarte loswerden. Sonst wird das nichts. Aus Natika bringen wir jetzt auch nicht viel. Schauen wir, was hat er da noch? Liegen. So. Ego-Schub kann ich noch aktivieren. Ja, bringen wir nichts. Ich müsste es ein bisschen mehr irgendwie wegbekommen. Wenn ich die nicht wegbekomme, wäre es so gut wie gelaufen. Ich meine, ich würde sie aktivieren, aber das zahlt sich nicht aus. Noch ein Künstler-Zauberer.
natürlich noch ein bisschen Zauberer. Das habe ich auch erwartet. Ja, die Katze brauche ich halt auch gerade nicht. Ich habe halt gerade Angst, dass er irgendwie eine Xyz-Beschwörung macht. Und da ich ein stärkeres Monster hätte als 2,5. Ich muss eigentlich den Platz hier offen lassen. Ich werde 3 Ochama-Spielmarken, Typ Ungeheuer, Licht, Stufe 2. Spezialbeschwörung auf Spielzeit des Gegners in die Verteidigungsposition. Sie können nicht als Tribut für eine Tributbeschwörung geboten werden und jedes Mal, wenn ein zerstört wird, erhält ihr beherrscht 300 Schaden. Ja, da hat jetzt schon zu viele Monster da liegen. Das würde mir die Karte sogar was bringen. So, ist halt sehr doof. Habe ich hier irgendwas? Wenn diese Karte aus neuen Beschwörungen beschworen wird. Auch nicht. Nee, es zahlt sich alles nicht aus. Vor allem vertue ich mir dann den Platz. Ach, die Rückerstattung weg. Ich brauche eigentlich Monster. Das ist das erste Mal, dass ich zu viele Zauber- und Fallenkarten habe. Alles fehlen die ja immer. Teile ich das aus? Eigentlich nicht. Eigentlich gerade ganz und gar nicht. Weil jetzt zahlt sich wiederum Ruf der Gejagten aus. Aber ich vertue mir halt immer noch den Platz. Das ist jetzt schwierig. Schwierig, sehr schwierig. Ich meine, er kommt auch nicht an meiner Karte vorbei. Das ist ja mein einziger Vorteil. Was war das? Kann ich hier nochmal? Kann sein Luna Licht in deinen Friedhof fehlen, auch so Luna Licht. Was kann ich und ich kann es beschwören und das ist nett. Machen wir es so. Dann mache ich natürlich Polymerisation. Mhm.
Okay, das heißt, ich kann jetzt mal seine Karten zerstören. Natürlich aktiviere ich den Effekt von meinen Küken. Warte, was war da nochmal der Effekt? Du kannst deinem Manifest ein anderes Lunalichtmonster als Tribut anbieten. Für den Rest des Spielzugs wird jedes Monster, das den Gegner kontrolliert, das erste Mal, dass es durch Kampf zerstört würde, nicht zerstört. Zusätzlich kann diese Karte allen Monster, die den Gegner kontrollieren, in diesem Spielzug zweimal angreifen. Das zahlt sich halt nicht aus. Das würde sich auszahlen, wenn ich die Karte hier nicht hätte. Also, schwierig. Natürlich war es noch ein Tanzzauberer. Wow, und dann kommt auch noch Spiegelkraft. Naja, dann kann ich Luna Licht Reinkarnationstanz machen. Das ist halt jetzt alles nicht so einfach. Oh, ich bin auch in der Battle Phase. Naja, dann hole ich mir mal die letzte Karte, die ich Fusionsbeschwören kann. Und so hat sich das Ganze wieder ausgeglichen. Für deine Hand eine Polymerisation von deinen Decken zu präzise Karte als Fusionsmaterial für eine Fusionsbeschwörung aufgelegt wird. Weiß ich nicht aus. Ich möchte eigentlich Karten in meinem Deck noch behalten. Mit dem Schmetterling kann ich ja nur Lichtmonster holen vom Friedhof. Oder nicht. Nee, nicht. Das ist auch nicht ganz so toll. Aber ich habe Ruf der Gejagten. Heißt, ich hole mir mal wieder mein Fusionsmonster vom Friedhof. Es ist halt wieder ein schwieriges Duell. Wieso hat die Karte 3300 DK von ihm? Was habe ich da gerade verpasst? Was habe ich da gerade verpasst? Wieso hat die Karte von uns so viel ATK? Es ist so toll. Mensch, ich hasse die Karten gerade. Nur ein ganz kleines bisschen. Ich brauche halt irgendwas, womit ich seine Karten zerstören kann. Ja, macht's ganz einfach. Mhm.
Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der dir Schaden zufügen will, dann kannst du die Karte abwerfen und verliere die Aktivierung, falls du dies tust, zerstört. Warte. Nee, zahlt sich nicht aus. Dann machst du es ja weg. Ja, gut. Und jetzt kann ich das Duell schon wieder aufgeben. Wow. Ja, ich frage mich, wie Selina gewonnen hat. Na gut. Bevor ich jetzt nochmal dran verzweifle, glaube ich, werde ich den Partner hier schon auch schön beenden. Ich danke mich für euch zu sehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn ihr es was sollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist wieder. Ciao.